wunderschönen guten Abend auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder etwas Außergewöhnliches. Und zwar, ich bin heute durch den Lidl gegangen und habe ich gesehen, dass sie noch so eine Lochsäge hatten, verstellbar. Die letzte im Regal. Und dachte mir, und zwar, ich habe aktuell ein Projekt laufen, wo ich so eine Heckküche baue. Und da will ich solche Handgriffe reinmachen, also so Längslöcher, die mit einer Rundung ausgesägt sind. Und da wusste ich nicht, ob mein vorhandenes Set, was ich daheim habe, ob der Querschnitt drin ist. Und dachte mir, das Ding ist frei verstellbar. Das nehme ich mal mit und teste es für euch, ob man das Ganze einsetzen kann oder nicht. Ich packe es jetzt mal aus und baue es mal zusammen. Und dann werde ich mal einen Test mit euch zusammen an einem Stück Holz machen. So, ich öffne mal die Packung. Dann schauen wir uns mal an, was da alles drin ist. Das ist einmal so ein Säckchen mit Werkzeug. Dann das eigentliche Teil und eine Bedienungsanleitung. So, dann schauen wir uns das Teil mal zusammen an. Und zwar, wenn man das umdreht, haben wir hier so Skalen, wo man praktisch die einstellen kann, dass man ungefähr einen Anhaltspunkt hat. Ob das genau ist, kann ich nicht sagen, werde ich gleich mal testen. So, dann haben wir hier in dem Beutel die Sägeblätter, den Bohrer für die Mitte. Okay, der ist mit dem Gewinde, der wird so eingedreht, das machen wir mal gleich. Sogar ein Schlüssel dabei. Dann installieren wir das mal. Hier ist eine Nut, okay, der ist jetzt fest. Und jetzt hole ich mir aber mein eigenes Werkzeug. So, und dann bringen wir mal die Sägeblätter an. So, dann bringen wir mal die Sägeblätter an. Die werden so draufgesetzt. Ich mache mal die Schraube mit rein. Dann drehe ich das mal so rein. Eieiei. Machen wir die Seite erst. Nur handfest. Weil ich muss erst mal gucken, wie das mit der Verstellung funktioniert. Ob das leichtgängig ist oder ob das hackelt. Weil das kommt mir alles ein bisschen so lidschäftig vor mit dem Plastik. Aber ich lasse mich überraschen. Wenn es ja nur für die Verstellung ist, ist es egal, ob das aus Plastik ist. Ich denke, man muss die dann noch einzeln sichern. Für den Ausschnitt. So. Sind alle leicht lose, dann drehen wir das mal um und jetzt kann man, wenn man es so hier dreht, irgendwie hier, da müssen wir drehen, okay, also ein bisschen ausrichten, das ist nicht so, jetzt kann man, wenn man na, schon ein bisschen gefummelt. Jetzt habe ich es. Jetzt kann man, wenn man den roten dreht, muss man ein bisschen, das hackelt ein bisschen. Aber jetzt klappt es. Naja, ist nicht so das Gelbe vom Ei, aber was soll's. So, jetzt stelle ich mal ein Loch ein. Ich habe mal Material geholt zum Sägen. Auf der Packung steht, das ist für Gipskarton, dann für Spanplatten und Weichholz. Ich habe jetzt mal hier
eine Multiplexplatte, einen Abschnitt. Und zwar, ich halte es mal in die Kamera. Das ist jetzt mal ein 18er Material. Schauen wir uns mal an, wie die Säge sich schlägt. Ich stelle jetzt mal einfach mal irgendwas ein. So, und zwar so. Dann sichern wir die Sägeblätter. Und die stehen dann auch, naja, 55 ist das Millimeter, 55 hier bei 24. Das wären jetzt 22 und das sind wieder 23. Also so genau ist diese Verstellung also nicht. Ich mache das nochmal auf und gucke mal. Ein gewisses Spiel haben wir da. Ich stelle es jetzt mal fest ein auf 60 hier. Dann machen wir den auch mal. Also, jetzt haben wir hier 22. Stelle ich den auch so ein. Den auch noch mal lösen. Das ist schon ein wenig komisch zum Einstellen. Also habe ich ein bisschen mehr erwartet von der Genauigkeit. So, jetzt machen wir mal einen Test. So, bei solchen Arbeiten immer dran denken, am besten eine Maschine nehmen mit einem zweiten Griff. Ich habe leider nur einen Akkuschrauber jetzt. Ich teste es mal. Ein Loch habe ich schon gebohrt. Dran denken, Sicherheitsbrille aufsetzen. Ich setze den jetzt mal hier so an. Und bohre mal ganz langsam rein. So, wie man sieht, hat das Ganze gut geklappt, sogar besser wie erwartet. Ich mache jetzt noch. So, da kommt es schon auf der Unterseite durch. Ich wechsle das dann, dass es oben und unten nicht ausreißt, weil ich mag das gar nicht. Machen wir das zweite Loch noch da hinten. Thank you.
Sind wir durch? Jetzt drehen wir das Ganze. Und sägen hier den Rest fertig. Das erste Loch machen wir so fest. So, lala. So, perfekt. Jetzt machen wir das gleich raus. Machen die zweite Seite. Auch perfekt. So, jetzt müssen wir eigentlich nur da entlang schneiden. Dafür nehme ich die Stichsäge. Ich empfehle ein ganz feines Blatt. Pendelbewegung auf 0. Und jetzt versuchen wir, die Linien schön gerade auszuschneiden. Das war die erste Seite. Jetzt kommt die zweite Seite. So, fertig. Gut. Als nächstes holen wir uns die Oberfräse und dann wird hier schön ausgefräst die Kanten. Also ich muss sagen, der Abtransport der Späne funktioniert super. Ich habe noch so eine andere Version, und zwar so eine geschlossene. Und da ist es immer ein bisschen ein Problem. Ich drehe das jetzt und bohre den Rest von der anderen Seite. Und dann gucken wir uns mal an, ob das eigentlich ausgerissen ist oder nicht und wie es aussieht. So. So, das ist fertig. So, dann gucken wir uns das mal an. Von der ersten Seite her sieht es wirklich gut aus. Und von der anderen Seite auch. Da, wenn man ein bisschen mit Schmirgelpapier nacharbeitet, ist es eigentlich perfekt. Also muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht. Das Ding geht besser wie erwartet. Also, was mir gut gefällt ist, ist der Abtransport der Sägespäne oder Sägematerial. Und es macht echt einen guten Eindruck. Also ich muss wirklich sagen, für 10 Euro
kann man bei dem Ding nichts falsch machen. Ist es in Ordnung? Natürlich ist es jetzt nicht so ausgelegt für so Platten, wie ich jetzt gebohrt habe. Aber ich wollte einfach mal wissen, ob das möglich ist. Normal ist es ja nur für Weichholz und Gipskarton und ich glaube Spanplatten noch. Aber es ist in Ordnung, 10 Euro, das passt. Ne? Gut, das war's jetzt für heute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.